Ja, Derbys haben immer ihre eigenen Gesetze. Das weiß ja, glaube ich, jeder, egal in welcher Sportart. Natürlich für die Mädels ist was Besonderes. Stadtderby gibt es nicht überall. Will man natürlich am liebsten für sich entscheiden. Auch die Kulisse heute war schön mit beiden Fanlagern. Das hat schon Spaß gemacht. Wir wissen aber, dass Bretzenheim als Zweitliga-Absteiger natürlich vielleicht noch eine Nummer zu groß für uns ist. Wir haben es aber geschafft, 45 Minuten sehr gut dagegen zu halten. Am Ende kamen wir ein bisschen aus dem Konzept, auch mit der Verletzung ein bisschen. Und dann hat Bretzenheim das am Ende verdient gewonnen. Insgesamt sind wir sehr zufrieden mit unserem Saisonstart, wobei sehr zufrieden auch nicht ganz stimmt. Wir hätten gerne letzte Woche noch in Leihgestern 2 Punkte geholt, die haben wir ein bisschen liegen lassen. Dann wären wir heute mit 6:0 hier und jetzt stehen wir am Ende mit 4:4 da. Hätte ein bisschen besser sein können, aber dass wir die ersten 2 Heimspiele schon gewinnen konnten, hat schon viel gebracht. Ja, wir haben jetzt die Woche wieder 3 Trainingseinheiten, morgen ein bisschen Athletik, Mittwoch, Donnerstag dann hier in der Halle. Und dann geht es am Samstag zum Bergischen AC. Auch Aufsteiger, aber sehr starker Aufsteiger, hat Bretzenheim letzte Woche 1 Punkt abgenommen. Und dann gucken wir mal, was wir da so reißen können.